Ein kleiner kurzer Vergleich. Feier-Event Donnerschlag gegen den 2019er Sauer-Kanonenschlag gegen den Kanonenschlag von Sauer 2020. Okay. Wir fangen an mit 19er Sauerschlag. Sauerschlag? Der Sauerschlag. Sauerkrautschlag. Ich würde ihn gerne hinstellen. Aber logischerweise. Der Sauerkanonenschlag mit Wirkung 2019. Gut. Ja, also bei Dunkelheit, ne? Es ist. Der Kanonenschlag verspricht viel. Leider hält er nicht ganz, was man erwartet. Aber für die Nostalgie, weil sie halt gewürgt sind und ja, ist halt wie früher ein bisschen. So. Das ist jetzt die verbesserte? Die Version 2020. Das erkennt man, dass die Wirkung weiter oben sitzt. Diese Ringe sind eher kleiner wie bei der 2019er Variante. Und vielleicht ist auch der Bums anders. Wir werden es hören. War jetzt kein großer Unterschied. Nee, oder? Nee, ne? Oder? Ich würde sagen gleich. Ja. Ziemlich gleich. Ich fand's ja jetzt auch. Können wir als Referenz dann den noch zum Schluss nehmen? Den C-Böller? Zum Schluss, ja. Mal als Referenz, ja, können wir machen, dass man gerne so einen Vergleich hat. Wenn ich ein Video bringe, doch. Klar, weil das haben die Leute doch immer gerne. Ich weiß, C-Böller ist Wahnsinn. Ja. Okay. Und jetzt zum Schluss der Fire Event. Donnerschlag von Fire Event. Ja, Verarbeitung. Man hat auch viel erhofft. Man muss froh sein, dass es die wieder so gibt. Klar sind sie zu teuer, aber ja, für zwischendurch ab und zu mal so an die Sachen von früher zu denken, warum nicht? Ja. Kann man, muss man aber nicht. Ja, wahre Worte. Das Haus, ne? Das Haus. Aues. Ich habe das Gefühl, dass der nicht mehr kommt. Eins, drei, siehst du? Eins, zwei Risiko, die hin. Das Haus. Und selbst wenn. Nee, da ist die Litze oben gleich ausgegangen. Ja. Aber da qualmt doch noch was. Das bin ich. Ist aus, Junge. Wahrscheinlich nicht gut geprimed. Hast du noch einen? Nein. Würde ich jetzt auch nicht mehr. Ja, die C-Bulle. Ja, doch. Na, Moment. Vielleicht zaubert der liebe Freaky noch was aus seiner Buchse. Der letzte. Ah, der letzte. Also, Schnitt oder auch kein Schnitt. Wir lassen es weiterlaufen, werden wir sehen. Jetzt zu der Sauerkanonenschläge. Ich werde die Knaller später schnell hintereinander im Video zeige als Vergleich. So, und jetzt der Donnerschlag von Fire Event. Ein anderer Knall war es irgendwie wie die Sauer, gell? Ja. Ich fand jetzt beide eigentlich okay. Ich muss sagen, von den Funken her eigentlich auch recht schön. Schön anzusehen bei Dunkelheit. Ja. Aber der Knall, der bleibt hinter den Erwartungen zurück, oder? Was meinst du? Leider. Zu teuer für das, was er leistet. Und als. Ja. Geile Referenz und zum Schluss als Schmankerl ein C-Böller von Funke. Hebt euch die Ohrchen zu.
Da war druckvoller, wie alle drei Kanonenschläge zusammen. Aber auf jeden Fall. Ja, die Schnipsel hier. Ist doch schön. Ja. So. Wunderbar. Ich denke, das war's. Jetzt kommt ein Auto, vielleicht ist die Polizei. Ja. Aber wir